1, 2, 3, 4 bis zu 500.000. So viele Leute da draußen auf den Haufen. So, jetzt reicht's. Ihr hattet Zeit zum Verschnaufen oder zum Drogenmissbrauchen. Saufen, rauchen. Ey, du hast nicht die leichteste Ahnung, kennst das alles nur vom Hurensagen. Wir haben eine riesen Planung, was kannst du Gift nehmen oder Björn fragen, denn ich rap um mein Leben. Kannst du was Besseres geben als die drei Aros von eben, die das Niveau wieder heben, die Vorurteile widerlegen, bis der Knoten ein geplatztes. Ich hör zu selten so etwas Beknacktes, wer wagt es? Und komm mit mir bis in die Arktis, wo wir dich burnen, dass du im Krematorium Rabatt kriegst. Weil mein Partner lodert, deine Klingtag vermodert. Wir haben mit zwei die Charts erobert, die glänzen wie frisch geboren. Heiliger Strohsack! Das ist für manche starker Tobak, komm mit Bildern wie Kodak und bin der Mann für jede Tonart. Wenn ich bei mir zu Hause meine Plattenkiste stöbe, bastel ich für euch die Bombe und kein Elon Scheiß. Viele Diddle haben euch jahrelang mit Rattengift geködert. Ey. Das kann euch nie passieren, wenn ich zum Mikrofon greife. Trennt sich die Spreu jetzt vom Weizen. Wenn ihr die Scheu hier zu geizen, wir sind neu und die geil Schiffe heu. Jetzt schlägt 13, denkst du dir bei meiner Handarbeit, dreh meine Joints nur vom Feinsten, da spricht bei dir nur blank an eins. Was wir heute produzieren, wird erst in Jahren geschätzt. Doch ich will keine Dankbarkeit, ich will Respekt. Keine Angst, dieses du, die Zukunft, könnt ihr mich hören? Ich bin der Letzte, der geht, wenn alle anderen walken. Bin der Letzte, der spricht, wenn alle anderen talken. Manchmal macht man diese Scheiße echt Sorgen. Viele Flaschen können ihn einzig voll kriegen. Hier kommt endlich der Korn. Schönen guten Morgen an all die Banausen da draußen. Ich verteile erstmal ein paar gute Ratschläge. In puncto tüchtiger Ordnung setze ich hier die Maßstäbe, weil ich tüchtig Gas gebe und ordentlich austrete. Ey! Wer bin ich hier? Wo bin ich hier? Wann bin ich grad? Wie bin ich hart? Selbst Onkel Punkrock, geh nach unserer Show am Stock. Scheiße laufen, aber mit dem Rambo. Hamburg der Pop-Dinosaurier, 92er Baujahr. Laden ein auf die tollere Party. Oh ja. Wir machen schön ein auf dicke Hose wie Oliver Hardy und riskieren eine dicke Lippe wie Lolle Ferrari. Mäuse, sag mal hin, sag mal ho, ho. Sag mal fettes Brot, oh my God, don't stop. Sag mal, wie heißt dieses Showtalent im weißen Overhemd? Splash Müller, Haus für das neue Jahrtausend. Wo sind meine Leute da draußen? Wo sind meine Leute da draußen? Unsere Fans sind die größten, die schönsten, die schlausten. Wo sind meine Leute da draußen? Die Leute liegen auf der Lauer, denn sie finden unser Take gut. Yeah. Die anderen Bauern werden sauer wie in den Krapfen. Denn sie wissen ganz genau, auf unserem Tanzpunkt lebt Blut. Denn fettes Brot geht immer an, wo es weh tut. Doch am anderen Reihe, da ist dann noch kein Grund zum Schreien. Jetzt nehmen wir spannend die Muskeln an und Mundschutz rein. Nur für den Fall, wenn das ganze Land zur Unterplatte nimmt. Kann es gut sein, dass fettes Brot dich auf die Made schickt. Stummes, wenn ihr die ganz weit abstylen. Wir packen wie Mumps bei jeder weiteren Zeile. Das ist packende Kunst, an der er weiterhin feile. Weil so alles begann und uns gibt's seit einer Weile. Also Keule, denk darüber, neu anfangen. Wir setzen vor nur ein Feuerfang bei unserem Schleudergang. So sieht es aus, auch wenn du die Wahrheit nicht erkannst. Vor uns ist jeder Laden voll, da kriegst du Schlafschatz blattern. Überall lassen wir die Korken schreien, Kollegen. Der Kämpfe wie die nächste stehen in allen Vertrieb. Und damit niemand Schubs spitzt und sich alle bewegt. Erregen wir alle Ohren zum Gehör des
Die drei humorlosen Nordlichter wieder. Ist ja ganz gute Stimmung hier heute, muss ich sagen. Ja? Oh Mann. Geht's euch gut, ne? Okay, cool. Okay, meine Damen und Herren, vielleicht. Vielleicht, ah ja, genau. Vielleicht. Als allererstes hole ich mal den schlauen Zettel raus. Ordnung muss sein. Da stehen nämlich drauf, wie wir drei heißen. Und der rechts, der Tierarzt in Rot, meine Damen und Herren, mit Appe Haare, eine dicke Hand für Speedy Gonzalez! Vielen herzlichen Dank. Yeah. Links, der hat studiert, steht auf seiner Brust zumindest. Ich weiß nicht, ob ich ihm Daumen schenken kann, aber ja, ist auch egal, wie klug er ist. Er hat auf jeden Fall einen riesigen Applaus verdient, meine Damen und Herren. Björn Bitton! Vielen Dank, Dankeschön. Und es bahnt sich ja bereits an. In der Mitte. Ich kann das. Ja, ich bin's, Rosi. Okay. Rosi. In der Mitte mit dem Handball auf dem T-Shirt. Ein leidenschaftlicher Volleyball-Fan. Ja. Und Erfinder des Speiseeises. Es ist niemand geringerer. Ihr denkt vielleicht, das ist König Boris. Falsch, nein. Ladies and Gentlemen, Rock'n'Roll Cousin. Aber wir sind nur. So, bevor ihr verratet, wie ihr heißt, haben wir noch einen Mann vorzustellen. Der große Mumpitz. Der Mann, der die Feen in der Hand hat. An den Rädern aus Stahl, ganz im Blau heute. Von der großartigen Band Skunkfunk vom Trainingslager aus Hamburg. Kein geringerer als DJ Axel Pauli! Und für die, die es nicht wissen sollen, DJ ist die Abkürzung für Discjockey. Und der Typ hat alles in der Hand, um was es hier geht. Es ist endlich Sommer. Wir kommen aus Hamburg. Wir sind nicht so richtig gut wetterverwöhnt. Hier ist wirklich sehr heiß. Ich habe ein bisschen zu kämpfen damit, aber ist egal. Wir haben echt ein paar sommerliche Sachen im Gepäck. Yes. Rockmikes im Sommerferien. Remix. Ja. Yeah. Ah, hey, merkt ihr das? Geht wie von selbst. Ey, bizarre. Boah, was steht, wer da macht den Beat, wer da sag ich, alte gehen mit Jeep, Blätter und dieses Lied schmetter, ja, etc. Alles sind da, der Star ist die Mannschaft, mit Spannkraft, wieder mehr Kraft, wenn er mir nicht die Landschaft. So hängen muss, dass man drängen muss. Wo sind wir eigentlich hier? Hätte ich auch gern mal gewusst. Mit krummen Rücken und einem blauen Flag. Kommen wir zwei Stunden zu spät zum Soundcheck. 1, 2, 1, 2. Hansi Olaf, kann er mich hören? Auf mein Mikro, keine Beatshow. You gotta let it burn. Die Zuschauer kommen alle in die Halle und rennen zur Bühne. Unsere Nerven liegen blank wie mit ohne Sens und Düne. Stell nur mal die T-Shirt. Verdammt, wo ist mein Lieblings-T-Shirt? Jetzt sollten wir nicht mehr warten. War auf volle Folgen, aufgeregt machen wir uns auf den Beat. Oh mein Herz, weil ich nicht zu lange stehe. Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herz dabei, wir hat die Schocken, ne? Junges Gemüse und noch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party song, ne? Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herz dabei, wir hat die Schocken, ne? Junges Gemüse und noch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party song, ne? Guten Abend, meine Damen und Herren, wir haben euch gern, wenn ihr unten mit uns seid. Make some motherfucking Lärm! Selbst Bundes, die geborene Bäubelt. Wir lieben den Jubel, den Trubel bis zur Heiserkeit. Wir sind froh, wenn ihr am Ende der Show ein bisschen leiser seid. Tolle Gigs, voller Tricks wie brasilianischer Fußball. Flachspielen und gewinnen, der Rest ist Zufall. Abracadabra, dreimal Muskelkater. Ein cleveres Wechselspiel aus der Mauer des Sexappeal. Die Champs von Mr. Lift brennen, wir brauchen keine Schlafmucke. Pauli gibt dem Affen Zucker. Fucker, Fucker. Der eine gejagt, der andere schaut bloß zu. Wir kriegen Gänsehaut, when the crowd goes. So, das war's. Gute Nacht allerseits. We live to love and we love to rock mics. Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herzen dabei, wie hat die Schocken, ne? Junges Gemüse und auch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party song, ne? Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herzen dabei, wie hat die Schocken, ne? Junges Gemüse und auch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party song, ne? Pitch, patch, nass. Jedes Baby kennt das und auch viel krasser, was er macht, alles nasser. Ne? Im frischen Wohlfühlpulli erstmal einen Gang runterschalten und zur Überleitung mit der Schülerzeitung und ein Ende im Gelände. Schluss für heute, Leute. Die Band ihres Vertrauens verlässt es das Gebäude. Eine letzte Frage doch noch, wo wollt ihr denn hin? Wir wollen Hotel, Motel, Holiday Inn. Nach dem Duschen, im Duschen und Pyjama, endlich wird's romantisch. Am Himmel strahlt ein Sternmeer. Yeah. Wirklich unzufrieden liegen wir am Bett, es läuft Bananarama und wir flirten mit der Bedienung. Say what? Vom Fernseher. Am nächsten Morgen fällt das Frühstück flach. Komm schon mal vor. Weil wir weiter wollen, auch mit geschwollenen Augen. Wie Rocky Balboa. Boah, was schief, wer da macht den Beat, wer da sei ich, als gehen in die Plätze.
und dieses Lied ist mehr da. Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herz dabei, wir hatten die Schocken, ne? Junges Gemüse und auch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party stoppt, ne? Wir werden jede Party rocken, ne? Immer mit dem Herz dabei, wir hatten die Schocken, ne? Junges Gemüse und auch harte Brocken, ne? Wir machen euch schön voll, die Party stoppt, ne? 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 Vielen Dank. Reizung. Wow. Dankeschön. Super. Ihr seid so nett. Super. Okay. Beim nächsten Stück, alles, was wir damit sagen wollen, bist du soweit, Pauli? Alles, was wir damit sagen wollen, ist, am 22. September auf gar keinen Fall Ede Stoiber wählen, meine Damen und Herren. Los geht's. Yes. Dürfen Bands eigentlich politisch sein? Dürfen die eigentlich parteiisch sein? Mir egal! Ich bin für St. Pauli. Eine kleine Sache hätte ich da noch anzumerken und die ist folgende. Hör doch einfach mal zu, jetzt geht's gleich los. Yes. Ich weiß, dass du dich schon lange nicht mehr nach draußen traust. Manchmal schaust du hinaus, während du Kaugummi kaust. Und du glaubst, du bist raus aus all dem Saus und brauchst, bis deine Stimme dir sagt: Wie die Hausschuhe. Schnapp dir Papis Wagen, lass uns die Karre starten, die Knarre laden. Heute Abend auf die Barrikaden. Nur du und ich kommen als Lächer über Deutschlands Lächer. Bring die Wahrheit ans Licht wie ein freundlicher Versprecher. Ups! Warum ich früher selber das Maul hielt? Vermutlich war ich zufrieden, weil ich es anders nicht kannte. Heute weiß ich, weil alles faul spielt. Und hab mir Ja-Sager gesehen als jeder verdammte Standesbeamte. Ich treff sie auf der Straße und in der S-Bahn. Die Ärztin, den Koch, die Lehrerin und den Geschäftsmann. Und aber tausende brüten in ihren Nestern. Haben heute schon Angst vor morgen, dann klammern sich fest an gestern. Brüder und Schwestern, leiden eure Ohren. Fühl mich wie neu geboren, hab Hip-Hop die Treue geschworen. Die letzte Scheu verloren, ich kack diesen Spinnern vor die Tür. Werf ne Bildzeitung drauf, zünde sie an und Leute, Sturm. Ding-Dong! Hä? Hallo, yippie-o, schüttel den Po. Rock ohne Ende, schreit ho, genau so. Dieser Show, wackeln die Wände, wie Chrome, MK2 und ich dann hoch, leg wir Blende. Ach so, apropos, ey bitte, wo sind eure Hände? Das war gar nicht so schlecht, aber es könnte noch viel mehr Hände in die Luft gehen. Wow. Wieder Schritte nehmen wir ab, wie die Hohlbewacht. Ich glaube, wir merken das nicht, ich hab noch nie so gelacht. Zieh die Cops, Kameras und Lauscheckel. Das macht es sicher nicht für mich, denn ich brauch das nicht. Ihr wollt für jeden Scheiß Genehmigung wegen irgendeiner Regelung. Dabei zieh ich hier mit meinen Kollegen bloß in der Gegend rum. Das auch weiter, auch wenn's für mich in den Kram ist. Guck genau, was ich mach mit dem Blick eines Starters. Denn ich weiß auch, ihr Typen bringt gerne linke Dinger. Doch ich scheiß drauf, bin müde, zeig euch gerne Stinkefinger. Ihr kommt auf unsere Partys, auch wenn euch niemand gebeten hat. Guck mal, wie ihr da ist und ich denk, was geht ab? Sag mal, wovor habt ihr Angst? Es kommt da drauf. Ihr wollt uns kontrollieren und für dumm verkaufen. Und so lebe ich jeden Tag mit meinem Wissen über Deutschland. Doch zum Glück bin ich gerissen, die Kreuzbahn. Hallo, yippie-o, schüttel den Po. Rockt ohne Ende, schreit ho. Genau so, bei dieser Show wackeln die Wände. Mikro, MK2 und Lichterlo. Leben wir Brände, ach so, apropos. Ey bitte, wo sind eure Hände? Unter der Totenkopfflagge linken sie im Privaten mit unserer dumpen Popplatte. Wie Störte Baker, du bist weder für König noch für Vaterland. Und ihr Abgrader kann wie gewöhnlich an der Waderkant. Herrscht hier ein rauer Wind, doch hörst du genauer hin, merkt sogar jedes Bauernkind, dass sie sehr viel schlauer sind. Wir lassen uns nicht einfach so verarschen, nicht von Tresen, Politikern oder Führungsetagen. Da ich in meinem Lande noch so einiges zu ändern hab, wechsle ich den Sendeplan für die ganze BRD. Der Politik läuft mit Intrigen wie bei Denver Kram. Wen interessiert Spendernamen, wenn ich euch ans Leder geh? Am Klostein lenken, ich mach's echt. Wie Kirschsaft oder Rotwein flecken, wenn wir für die deutsche Wirtschaft den nächsten Dope-Rhyme checken. Und an den scheiß Reichstag im Mondschein tacken. Ein riesen Medienhai für die üblichen Verdächtigen. Nach ein wenig Zeit einigt man sich gütlich mit dem Mächtigen. Ihr wollt es verscheißen, ihr lügt, wenn ihr sprecht. Wer das Geld hat, hat die Macht. Und wer die Macht hat, hat das Recht. Hallo, yippie-o, schüttel den Po. Rock ohne Ende, schreit ho. Genau so, bei dieser Show wackeln die Wände. Mikro, MK2 und ich der Lo, leg ne Blende. Ach so, apropos, ey bitte, wo sind eure Hände? Yeah. Schön. Liebe Leute,
Das war gar nicht schlecht. Das war mal gar nicht so schlecht. Aber jetzt ziehen wir unser Ass aus dem Ärmel. Das nächste Lied, was wir euch vorspielen, handelt vom Bumsen. Also das alle rein rausspielen. Moment mal, Boris. Ich bin entsetzt über diese doch relativ maue Publikumsreaktion. Wir machen es mal einfach. König Boris redet von ihm und unser aller Lieblingshobby. Und die Reaktion ist so, ja, ganz gut. Also seit ich mit den Blumentöpfen Domino gespielt habe, Backstage, bin ich mir nicht mal so sicher, ob Bumsen mein Lieblingshobby ist. Also wer hatte von euch denn schon mal gepflegten Geschlechtsverkehr? Ihr müsst euch doch nicht schämen. Zwei, drei. Naja, ein Glück seid ihr heute Abend hier. Vielleicht mögen das die Menschen nicht, wenn man das so respektlos Bumsen nennt. Wenn wir romantisch sind, nennen wir es sich Mühe geben. Also. Wer hat sich schon mal richtig Mühe gegeben? Wo? Ja. Ach so. Hat es euch gefallen? Höfliche Menschen hier in Wetzel. Ihr seid also anständig, ich verstehe, okay. Für die, die sich noch keine Mühe gegeben haben, sind wir ja zuständig, meine Damen und Herren. Es könnte sich ja in den nächsten 3 Minuten 30 etwas ereignen. Das ist ja noch gar nicht passiert. Öffnet eure Herzen! Meine oh la la la! Öffnet eure Hosen! Yeah. Oh! Oh. Adidas! Macht alle das Zeichen! Ich dachte nicht einmal im Traum dran, dass wir zwei heute plaudern. Feuer ist gegen dich nur lauwarm. Hast du noch ein wenig Zeit? Ein Blick von dir lässt mich erschaudern. Du küsst, wie es keine andere Frau kann. Ich glaube wirklich, du kannst zaubern. Mach heute Nacht zur Ewigkeit. Yes, yo. Yes, yo. Dass heute Nacht sowas passiert, hätte ich nicht gedacht. Du hast so flüchtig gelacht, mich damit süchtig gemacht. Es ist so wahnsinnig, wie du an deinen Getränken nippst. Yeah. Und zu den Besten mit den Schenkeln nippst. Dein wunderschöner Mund und deine Augen sind die Sünde. Damit dass ich nicht verschwinde, gibt es tausend gute Gründe. Dein Geruch macht mich mal wie ein Vogel im Flug. Gehst du dann doch an mir vorbei, ist das wie Drogen hinzu. Ich guck dich an, stell mir dich ohne Kleid vor, wie du mich nie mehr loslässt. Baby, komm her, ich bin bereit für deine Überdosis. Und dein Blick, wenn du sanft die Augen schließt, heißt, dass du das Ganze wohl dann genauso siehst. Und außerdem ist der Rausch zu schön, um schon nach Haus zu gehen. Erst ein heißer Kuss und mein Reißverschluss. Lächelst du und lachst, du hast sofort Bescheid gewusst. Ich dachte nicht einmal im Traum dran, dass wir zwei heute so plaudern. Feuer ist gegen dich nur lauwarm. Hast du noch ein wenig Zeit? Mir ist so heiß, ich mach das Fenster auf, krieg ne Gänsehaut, schon nach kurzer Zeit eng vertraut, hast mein Verstand vollends geraubt. Mensch, ich glaub, ich denk zu laut, Gangsterbraut. Du kennst dich aus, hast mir längst geschaut. Ich lass mich fallen und du fängst mich auf. Du weißt, was wir angefangen haben. Ohne Zeit zu verschwenden, wird ein spannender Abend. Und wie diese meist enden, ohne fiese Matetten, trag ich dich easy auf Händen. Und zwar zu diesem Moment, gleich hier in diesen vier Wänden. Mach's dir bequem, wir kommen uns näher als nah. Wir werden sehen, um's genau zu nehmen, ist eh alles klar. Ey, die seid unter uns, wie die kleine Kissenschlacht. Wir tun's weder für die Kunst noch für die Wissenschaft. Hey, wir sind heute Nacht weit mehr als nur Bettgesellen. Wenn du später hungrig bist, können wir Fett bestellen. Ich will sowieso nicht mehr kochen. Und ganz offen gesprochen, möchte ich jetzt mit dir poppen. Wie in 9 einer Bock. Wir sind zwei stahlharte Pushis im Viervierteltakt. Und gleich nach Mitternacht sind beide Splitternacht. Weil dieser Abend eben doch zu schade für Geschwafel ist. Machen wir das, was besser als eine Tafel Schokolade ist. Oh la la. Ich dachte nicht einmal im Traum dran, dass wir zwei heute plaudern. Feuer ist gegen dich nur lauwarm. Hast du noch ein wenig Zeit? Pisa! Ein Blick von dir lässt mich erschaudern. Du küsst, wie es keine andere Frau kann. Ich
glaube wirklich, du kannst zaubern. Mach heute Nacht zur Ewigkeit. So viel zum Thema Schmusen. Wow! Aber das Leben besteht ja im Grunde genommen nicht nur aus sich Mühe geben, sondern, also, ja, vielleicht bin ich da, stehe ich jetzt auch allein auf weiter Flur. Auf dieser Bühne. Ganz allein. Aber mein Leben, also ich in meinem Leben, ich habe nach 29 Jahren habe ich plötzlich gedacht, so, es gibt doch einige Sachen, die ich in meinem Leben wirklich, wirklich, wirklich hasse. Die ich hasse. Oh oh. Vielleicht geht's euch auch so. Ich hasse das. Was? Ich sag's euch, pass auf. Ey. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich hasse das. Nicht, wie es dir geht. Doch wenn mir der Scheiß manchmal bis hier steht, sag ich oft, ich hasse das, was ab und zu verhindert, dass ich jetzt und hier explodiere, wenn sich nicht was ändert. Ey, wem sag ich, dass so viele sabbeln nur Stutz und ungeschlagen an der Spitze George W. Bush. Typen, die man zum Mond schicken möchte, wie im Baikonur. Deutschländer mit Überfremdung oder Leitkultur. Ich hasse, was Leute reden. Und an ganz miesen Tagen hasse ich nicht nur das Was, sondern auch, wie sie sagen. Manche sprechen von China, Chemie oder Krebs. Ohne Caps, kaufen Parfüm bei Douglas, sagen, weißt was ich mein? Mit dem Abi-Sticker am Polo, ich scheiß euch ans Bein. Vielleicht stört's euch ja, dass ich auf meiner Tour rede. Manche brauchen meinen Ratschlag, andere nur Schläge. Ich hasse das, ich hasse das, ich hasse das, ey. Ich hasse das. Wer stellst du fest? Ich zum Beispiel hass noch viel mehr wie die Pest. Ich freu mich drauf, wenn ich das nächste gefunden hab. Und das Schrägste, es geht bei mir im Sekundentakt. Rollkragen, Pullover, Ramon und Jürgen Drews. Wenn du am Anfang des Monats auf Behörden stehst. Wenn du Scheiße baust und das das ganze Viertel weiß. Und diese weiße Maus, die genau wie mein Diddle heißt. Wenn ich was sage, das aber egal ist. Wenn ich sage, dass es mir egal ist, aber gar nicht wahr ist. Wenn ich was sage, wo andere schwiegen. Wenn ich was sagen müsste, bleibe aber vom Fernseher liegen. Beim Portugiesen in der Schanze. Wer ist hier der Hitze und wer Landpomeranze? Oh, nö, ne? Was soll das Ganze? Sie wollen ja nur, dass ich das tu. So schnell geb ich keine Ruhe. Grad wenn du denkst, ich mach einen Schuh. Hä? Kommt hier der Hasspartout. Ich weiß ja wirklich nicht, wie es dir geht. Doch wenn mir der Scheiß mein Wort bis hier steht, sag ich euch, ich hasse dies, ich hasse das. Das passiert mir täglich. Und erst nach dem dritten Album fange ich an zu übertreiben. Denn es gibt genug Dinge, die man hassen kann. Genug Typen haben nicht alle Tasten im Schrank. Ich mein Leute wie Ronald Barnabas Schill bleiben leider erst ohne Zahnersatz still. Und weil ihr Spinner alle Stricher seid, könnt ihr mir den Buckel runterrutschen mit der inneren Sicherheit. Ey, genug davon, wisst ihr was ich scheiße find? Studenten, die wie Rentner denken, obwohl sie 30 sind. Willst du einen guten Rat in meiner resoluten Art? Ich brauch echt kein Kassenbock in deinem Supermarkt. Meiner äußerst attraktiven Therapeutin erzählen. Okay. Wenn ich auf unseren schlauen Zettel gucke, bin ich jetzt dran mit einem Thema, oh, was gar nicht so in diese fröhliche Stimmung passt. Ich mach's trotzdem. Das nächste Stück
erzählt von Liebeskummer. Ja. Ich wache auf und ich kriege einen Schreck. Ich wurde beklaut, meine Liebe ist weg. Ich hab versucht, nach ihr zu greifen, doch die anderen waren schneller. Glaub mir echt, ich kann's beweisen, Mann, sie kam durch den Keller. Und plötzlich lieg ich da mit gebrochenem Herz. Frag seit Wochen, ob meine Gedanken doch so verkehrt sind. Gar nicht schlafen, nicht essen, meine Knochen, die schmerzen. Bin so fertig, mir ist nicht mehr, besoffen zum Scherz. Sag mir wann, ihr Schweine mit mir fertig seid, viel zu lang. Allein ohne Zärtlichkeit, ich hab euch doch nichts getan. Warum ich still und quäle mich? Ach so, ich hab es fast gehabt, dass sie mir fehlt. Ich seh dir alles umsonst, ja mir meine Liebe gestohlen. Und gab mir nicht einmal die Chance, sie mir wieder zu holen. Ich lieg am Boden und ihr sagt, lass ihn liegen, der blutet bloß. Warum seid ihr nur so skrupellos? Manches Mal denk ich noch nur für mich, dass ich dich zurückkrieg. Letztes Jahr, weißt du noch, du und ich, so richtig glücklich. Manches Mal denk ich noch nur für mich, dass ich dich zurückkrieg. Letztes Jahr, weißt du noch, du und ich, so richtig glücklich. In zwei Teile gerissen, mich ganz schweinisch beschissen. Und ihr Penner bescheinigt euch noch ein reines Gewissen. Ihr meint, ihr habt euch nur genommen, was euch zusteht. Weshalb an euren Händen auch geronnenes Blut klebt. Hallo! Ich wurde beklaut und keiner macht was. Deshalb geb ich auf und sauf weiter aus meinem Schnapsglas. Denn am Ende will es ja mal wieder keiner gewesen sein. Hör mal mich über den Tränen schreien. Und dabei dachte ich, wenn wir alt sind und tiefe Fallen kriegen, dass wir uns immer noch lieben, bis sich die Balken biegen. Doch ich geriet in einen Hinterhalt von ihm. Seitdem ist der Platz neben mir so bitter kalt geblieben. Manches Mal denk ich noch nur für mich, dass ich dich zurückkrieg. Letztes Jahr, weißt du noch, du und ich, so richtig glücklich. Dankeschön. KB, for the motherfucking baby. Axel Pauli, du hast echt ein flinkes Händchen. Ist mir eben gerade wieder aufgefallen. Echt. DJ steht für Disc Jockey. Dumme Frage. Haben wir schon mal gefragt, ich frage es euch auch. Was habt ihr so in dem Zeitraum zwischen, sag mal, 95 und 97 gemacht? Du auch. Ist auch eine Frage an dich. Zwischen 95 und 97. Also ich erinnere mich sehr gut, was wir gemacht haben. Echt? Ja, wir haben unsere Sexualität entdeckt. Ah. Gegenseitig. Und gleich ein Lied darüber geschrieben. Das heißt... Meine Pubertät kam super spät. Genau, klingt so. Es 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein, ja, mein Budget war klein. Na fein, herein, willkommen im Verein. Seite, heute machen wir erneute fette Beute, treffen solche Bräute. Und lauter nette Leute, warum dauernd trauern? Wow, schau dir diese Frau an. Schande, das bist du imstande. Komm es zu lernen, außen jetzt deine Leine. Und du hängst, hängst, hängst außer andere. Ja, soll ich denn heulen, ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben mein First Love. Ich darf sie nur im Schlaf, darauf sie war ich schon immer scharf. Hab sie den Blick an, der mir eben durchs Pizarre warf. Oh mein Gott, was hat der Trottel so? What a pretty woman. Das Glück ist mir die Nummern. Oh. Wenn ich die Schummblicke schicke, sie mir rum, wenn ich kicke. Meint ihr, checkt sie das? Du bist durchschaubar wie Löschpapier. Sie kommt auf dich zu. Lieber sein. Jein, 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 jein. Sag du mir du, aua. Soll ich wirklich machen oder lass es lieber sein? Ich habe einen Freund, ein guter, sozusagen mein Bester. Und ich habe ein Problem, ich stehe auf seine Freundin, ich auf seine Schwester. Würde ich auf die Schwester stehen, hätte ich nicht das Problem, das wir haben, wenn er sie und ich nur sehen. Kommt sie in den Kopf, wird mir schwindelig. Doch ich, sie will nichts von mir, dann schwindelig. Ich will sie, sie will nicht, das weiß sie, das weiß ich. Aha. Nur mein bester Freund, der weiß es nicht. Und somit hält sie sozusagen in der Zwickmühle. Und das ist auch der Grund, warum ich mich vom Schicksal gefickt fühle. Warum er denn die schönste Frau zu Frau mit dem schönsten Körperbau? Und ist sie schlau? Genau. Es steigen an die Tränen in die Augen, wenn man sieht, was mit mir passiert und was in mir geschieht. Es erscheinen Engelchen und Teufelchen an meiner Schulter. Engel links, Teufel rechts. Rechts, nimm dir die Frau, sie will es doch auch. Kannst du mir erklären, wozu man gute Freunde braucht? Halt, er will dich links. Schneider Engel von der Linken. Weißt du nicht, dass sowas scheiße ist? Und Linda stinkt. Und oh, und so schneiden sich die beiden um mein Gewissen. Aha. Und ob es glaubt oder nicht, mir geht es echt beschissen. Echt, während sich der Teufel und der Engel anschreien, entscheide ich mich für ja, nein, ich mein. Ja, 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 ja. Sag du, wie du warst.
für mich machen oder lass ich lieber sein. In unserem Knabenchor. Ey, Schiff! Ich mach hier nur noch meine Strophe fertig. Pack meine sieben Sachen und dann werde ich mich zu meiner Freundin begeben. Denn wenn man ehrlich gesteht, sind solche netten, ruhigen Abende eher spärlich gesehen. Aha, und aber bist du eingeladen. Ehrlich? Auf das Beste aller Feste auf der Gästeliste eingetragen. Und wenn du nicht mitkommst, dann hast du etwas verpasst. Und wem wundert, es wird fast die Party des Jahrhunderts. Lust hätte ich ja eigentlich schon. Oh, oh, es klingelt just das Telefon. Auch euch liebe ich immer noch alle. Wisst ihr, ich liebe diese Frau. Und deswegen komm ich von der Traufe in den Regen. Ey, ey, Björn mit Tom, kommen Sie mit, du Kollegenschwein. Ja, nein, ich mein, jein. Sag du mir nur, soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Merci. Ihr seid 3 Cent. Dankeschön. Ihr seid 3 Cent. Ich habe das Gefühl, wir kennen uns von irgendwoher schon. Haben wir uns schon mal gesehen? Yeah. Dann wird es ja mal Zeit für ein, also, naja, wie soll ich sagen, eine gemütliche Runde. Wenn wir so abchillen, ne? Ihr wisst ja, Hip-Hopper langweilen sich nicht, die chillen. Dann nennen wir das persönlich einen gepflegten Herrenabend. Kräutertee, paar nette Plätzchen, Sportzigarette und schon kann's losgehen. Und was sagst du zu dem Thema? Ich würde gerne mitmachen, wenn ich dürfte. Axel Pauli, DJ, Axel Pauli, ey. Ist es ein Vogel? Nein. Ist es ein UFO? Nein. Es ist kein Vogel, kein UFO, na, dann ist es ein Flugzeug. Nein, es ist fettes Brot, also du dort. Denn ich erzähle euch von der Tage, die nie sich schon seit Jahren nie mehr nur wieder in die Haare kriegen. Jetzt sind alle da geblieben. Wir sind eine Einheit wie der Elch und Ikea. Alles läuft geschmiert wie mit Milch von Nivea. Wir brauchen nur ein paar Kräuter und Platz im Trocknen, dass wir zu Sounds aus Jamaika ne Nacht lang rocken können. Das ist es, was ich liebe, wenn drin ist, was draufsteht. Irgendjemand stundenlang auflegt. Wenn wir wie Affen mehr die Köpfe nicken, bis alle Nacken knacken, das ist, was mir unter die Haut geht. Bis irgendein von uns live verwirrt und Trottel plötzlich aufgeht, dass wir das Essen vergessen, wie Mollus auf dem Lass. Das ist doch noch lange kein Grund, warum man schwitzen müsste. Wir lösen das Problem im Sitzen mit dem Griff zur Pizzaliste. Und bis zur Fütterung suchen wir auf Krautsalaten dann rein. Das geht viel schneller als der Autofahrten hocken. Ein Scheiße Gold zu machen, Simsalabim, ist für mich doch keine Kunst. Und hör mir irgendwer Stimmen, ist das nicht weiter schlimm. Das sind nur ich. Check. Immer der am Track gemalt gepackt. Doch auf den meisten Reisen mit nur die Leberwahn im Brand gesteckt. Und jedes ein von uns wack gibt. Lieber dran ans Krankenbett. Der nicht nur am Herrenabend, sondern auch an schweren Tagen zeigen wir, dass wir uns wirklich gern haben. Wir sind große Jungs und hart im Nehmen. Er war einer von uns, wird auf meinem Grabstein stehen. Bis dahin zieht die Karawane noch ein bisschen weiter. Man weiß halt, worauf's ankommt, ab einem gewissen Alter. Ihr wisst schon, vom Ding her, dass nicht nur äußere Werte zählen. Und mit euch werde ich noch eine ganze Herde Pferde stehen. Scheiße, Gold zu machen, Simsala. Das sind nur ich und meine Jungs. Das sind nur ich.
besser duzen. Gibt's denn eine größere Befriedigung, als abzufeiern bis zum Siedepunkt? Doch nicht nachweisbar. Haben euch den Schlaf geraubt wie Diebe drum. Landen wir auf dem Präsidium. Tag, Herr Wachtmeister. Am nächsten Morgen mach ich den Wegdienst und sag, ey Jungs, ihr seht ja schlimmer aus als ungeschminkte Drag Queens. Sind meine Witze auch schäbig wie der Fraße Fastladen. Ich weiß, ihr versteht mich, ihr seid für jeden Spaß zu haben. Und einmal darfst du raten, wer hier die coolsten Kollegen hat. Ich seh sie jeden Tag. Ja, die tollsten Typen, der geht mir eigentlich soll ich an den We Are the Champions sing. Doch einmal muss man sich auch selber mal schätzen. Auf Scheiße, Gold zu machen, sind Salat. Danke sehr. Merci vielmals. Danke sehr. So. Hat es euch so weit gefallen hier? Das ist gut zu wissen. Dürfen wir euch duzen? Naja, dann sind sie sich noch nicht so ganz einig. Habt ihr Kabelfernsehen? Habt ihr Kabelfernsehen und einen Fernseher? Habt ihr Kabelfernsehen, einen Fernseher mit Fernbedienung? Wow. Habt ihr Kabelfernsehen, Fernseher, Fernbedienung? Und Videorekorder! Dann könnte es eventuell sein, dass ihr das nächste Stück schon mal gesehen habt. Ja. Ich hab's auf Quecksilber an einem Autoscooter geschrieben. Die Zentrale der Raumfahrtbehörde hat einen dringenden Auftrag. Ich bin großer. Ich bin großer. Sharon! Manche nennen mich ein Weltraum-Cowboy. Yeah. Und die anderen nennen mich den Gangster der Liebe. Wiederum andere nennen mich, denn ich sag, wie die Dinge wirklich sind. Leute reden über mich, Baby. Sagen, ich tu ohne dich nirgendwo hingeh. Und eure Hände bitte! Ich bin großer, ich bin Spinner, ich häng als Poster. Ich bin Kenner in aller Herren Länder, weil sich sonst wieder
Raucher, ich bin Penner, ich bin Sozialhilfeempfänger, weil sich sonst wieder keiner traut. Ja, verstehst du nicht? Wie bist du bloß? Was hier, hier bin ich. Hier hast bin du das, ich. Hast du das, aus dieser Flasche getrunken? Ja. Ach, sollst du doch nicht. Du hast doch das Reinigungsbenzin. Der Flasche getrunken. Du hast doch das Reinigungsbenzin wieder. Sag mal, DJ Pauli, nicht nur, dass du ein ungeheures Pferdeglied besitzt, du kannst auch noch ganz toll zählen. Würdest du das für mich tun? Deutschland schnarcht im Chor, egal wie Kingstyles, ungefragt ins Ohr, mit dem Kopf überfüllt wie die Arche Not. Ey, wir lieben diesen Scheißstoff nach wie vor. Es ist ja gerade das Romantische, an diesem Saftladen ausgepresst wie eine Orange. Klar schaut man sich da ein paar Fragen, 8 Jahre Showbranche. Ob wir es wohl jetzt geschafft haben, dank an so manche, die uns neue Kraft gaben. Es gab Zeiten dafür, die mich ziemlich zerrieben. Zwischen denen, die mich hassen und denen, die mich lieben. Ja, irgendwie klassisch in die Falle getrieben, bis ich dann irgendwann dachte, lass mich alle zufrieden. Sorge ich sofort für begeistertes Geschrei. Die anderen halten mich für weich und meinen es nicht gescheitert sein. Wie der andere wollen gleich streit. Und drohen mit Keilerei, der erste Mann, was für ein Scheiß. Der zweite, was für geiler Style. Und man soll die ganze Kacke, wenn er Spaß auf der Strecke bleibt. Und man jeden Tag wie irgend so ein Arsch um die Ecken schleicht. Völlig geschafft, keine Kraft zum Grad machen. Fühlt man sich schlapp wie so ein paar nasse Badesachen. Klingt schlimm, was? Und wenn du dich jetzt daran erinnerst, war das ganze sicherlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich hatte den Überblick verloren in dieser Geisterbahn. Obwohl die Dinge, die ich wollte, doch so einfach waren. Ey, wenn's nach mir ginge, bräuchte ich nicht viel mehr als 4 Dinge. Raps mit Witz, die zu Papier bringen. Beats und Katscher, feine Rasierklinge. All meine Leute, wenn ich ein Glas Bier trinke. Auf Hip-Hop, auf die Liebe, aufs Leben. Plus die sterbe Gefühle, und zwar hier drinnen. Auf mich, auf dich, auf jeden. Es kommt mir so vor, wenn ich S-Bahn fahr und daran erinnert werd, dass es fast auch gestern war, als ich jeden Tag im Pinneberg früh morgens total sinnentleert auf dem Bahnhof stand, dachte, dass alles immer schlimmer wird und alle Planung fand. Bis ich checkte, Rap für mich entdeckte, das war ein cooles Ding. Ich fuhr nach Osdorf, wo ich dann zur Schule ging, übte Graffiti, wenn ich bei Dime auf seiner Bude hing. Yeah. Du musst verstehen, dass ich manchmal wie mein Bruder kling. Als er mich und Ole mit Pistole verhaftete, traf mich ein harter Schlag von Apparat, Vater, Staat, Soko. Wie sucht sich ein einziges Foto? Mit 16 verschuldet, hatte ich jedenfalls gecheckt. Oh oh. Das muss wohl Hip-Hop sein, doch ich stand bis zum Hals im Dreck, weil sich der Teufel im Detail versteckt. Abenteuer lustig, hatte ich losgekriegt, wie nach Salzgebäck. Doch es war echt ziemlich lustig in der Wurstfabrik in Halsenberg. Alles weder stressfrei noch preiswert, denk ich, als die S3 an der Wand vorbeifährt. Heute schreibe ich Texte zum Beat, statt auf Ende mit der Krüler, dass auch der Letzte sieht, dass ich am Ende das Gefühl hab, es blieben ein paar Dinge gleich seit den ersten Tagen. Was ich daraus gelernt habe, ist ein erstes Fragen. Es war nicht immer leicht, doch es fällt mir nicht schwer zu sagen. Ein Gefühl, das wir in unseren Herzen tragen. Ey, Lisa! Ja, das Leben ist kein Wunschkonzert. Schon klar, in diesem Fall nur leider Grundverkehr. Als Beweis wird der Scheiß hier zu Kunst erklärt. Ey, Prost auf die Musik, die uns Jungs ernährt. Es gibt nun mal nichts Schlimmeres als lamentierende Popstars. Also weg mit der Kopflast, raus aus der Rolle des Opfers. Rein in die Läden ergehen, begrüßen jeden Kollegen. Paar Takte reden und dann schaut das. Ja, ja. Und sie fließt heftig, unsere Lebensader. Kennt ihr schon Exit Pauli vom Trainingslager? Wenn der Kerl auf der Belletage ist, kann der so revolutionär, dass das System bald offiziell im Arsch ist. Diese lahme Welt erhält neuen Anschwung. Jo Mama ist unser Fels in der Brandung. Jens achtet darauf, dass das Geld schon zusammenkommt. So überstanden wir gemeinsam jede noch so seltsame Wandlung. Denn mittlerweile kennen wir das Geschäft aus dem FF. Ja, ja. Gehört von draußen, wer am lautesten kläfft. Oh ja. Doch immer bis und bleibt mein flauschiges Nest. Und auf dem Auf dem Stress feiern ich und meine Jungs ein rauschendes Fest. Die Mädels sind am Schwufen, die Typen sind am Posen. Sag mal, sie meinen eigentlich an, dass ich verdammt froh bin. Und jetzt eine Ansage von ganz oben. Ich will alle Füße sehen auf Tanzboden. Bräuchte ich nicht viel mehr als 4 Dinge. Raps mit Fans, die zu Papier bringen.
singe, bräuchte ich nicht viel mehr als vier Dinge. Rap mit Witz, die ich zu Papier bringe. Beat und Platz, scharf wie eine Rasierklinge. All meine Leute, wenn ich ein Glas Bier trinke. Auf Hip-Hop, auf die Liebe, aufs Leben. Plus die Sterngefühl, und zwar hier drinnen. Auf mich, auf dich, auf jeden, auf jeden. Vielen Dank. Auf allerliebsten. Auf den allerjedensten der jeden. Naja. So, das zu dem Thema. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt etwas Überwältigendes. Schneiden Sie sich an. Ihr könnt auch weinen. Ist okay, wenn ihr euren Gefühlen freien Lauf lasst. Auch die Männer. Ihr seid besonders die Männer. Ihr seid gespannt. Ich sehe das in euren entzündeten Augen. Meine Damen und Herren, it's disco time. Ja, ja, ja. Ey, seid ihr bereit für den Kram?
Mann, es wird geil bei euch heute Abend. Das war's. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. DJ Enzo Pauli, Björn Beton, Speedy Gonzalez und ich. 1, 2, 3, 4. Pisa, Pisa. Und grüßt eure Eltern. Pisa, Pisa. Und grüßt eure Eltern. Tschüssikowski Hardcore, das war's von uns. Macht's gut, viel Spaß noch. Viel Spaß mit Sammy Deluxe und Friends. Yeah!